Unendliches. Einen schönen guten Abend an alle. Herzlich willkommen und schön, dass ihr hier seid. Heute zu meinem Deutschkurs sprechen mit mir, Johannes, mit Lala, mit Vicky und vielleicht sogar noch mit mehr. Aber das werden wir dann sehen. Und natürlich mit euch zu Hause. Herzlich willkommen. Also, heute geht es um das Thema Präsentationen. Aber bis wir starten, sage ich mal schnell Hallo. Und zwar zu Lala. Schönen Hallo. Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht es ganz gut. Ich weiß, dass ewige Zeit treffen wir uns nicht. Ja, wie kann sowas nur passieren? Ja, wie kann. Aber schön, dass du wieder hier bist. Herzlich willkommen. Ja, und Vicky ist auch da. Hallo Vicky. Hallo. Hi, Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Hallo an alle. Mir geht's ziemlich gut. Wie immer bin ich müde. Aber ja, das geht. das geht uns, glaube ich, allen so. Ja, und schönen guten Abend an noch jemanden. Ich kann dich leider noch nicht sehen. Hallo? Sandra. Hallo? Oder hat mich das getäuscht? Sind wir jetzt drei oder vier in Zoom? Wir sind vier in Zoom, ja, oder? Vier, Johannes, ja. Wir sind vier, ja. Genau. Und Sandra. Sandra ist auch hier. Hallo Sandra, es tut mir leid, ich kann dich noch nicht sehen. Hallo Sandra, jetzt kann ich dich sehen. Hallo, schönen guten Abend. Wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Mir geht es auch fantastisch. Heute geht es um das Thema Präsentationen und Sandra wird uns heute dabei helfen. Ja, Sandra, was sind für dich Präsentationen? Dass man über ein Thema redet. Mhm. Also man sucht sich ein Thema aus, über das man redet. Das kann man entweder in einer freien Rede machen oder man kann dazu Medien verwenden, wie zum Beispiel Flipcharts oder eben das Internet. Genau. Fantastisch, das war schon eine kurze Präsentation zum Thema Präsentationen. Vielen herzlichen Dank. Ja, Sandra wird uns heute helfen, denn Sandra wird Deutschlehrerin, stimmt das? Ja, hoffentlich. Ja, super, sensationell. Ja, lasst uns mal gemeinsam zusammenfassen, was für die Präsentationen wichtig ist. Bei den Prüfungen, egal jetzt ob ÖSD, ÖEF oder TELC oder das Goethe-Institut oder auch andere Institute, es gibt zwei Formen von Präsentationen, die wichtig sind. Die erste Form von der Präsentation ist eine Präsentation zu einem bestimmten Thema. Und die zweite Form ist über Erfahrungen sprechen. Das ist auch eine Form von Präsentation und das werden wir uns heute genauer ansehen. Sandra, hast du einen Themenvorschlag? Für die Teilnehmerinnen? Hobbys oder so etwas in die Richtung? Das ist eine tolle Idee. Urlaubsziele. Ja, das ist auch eine tolle Idee. Das heißt, wir haben schon zwei Themen. Einerseits ein Thema für Lala und andererseits ein Thema für Vicky. Ich schalte kurz auf den Computer, denn auf dem Computer habe ich schon die Zusammenfassung aufgeschrieben. Es sind zwei Formen wichtig. Einerseits die Präsentation zu einem bestimmten Thema und andererseits eine Präsentation zu Erfahrungen. Wie läuft so etwas ab? Also bei einem Thema, da gibt es immer, ihr wisst ja, diese verschiedenen Punkte, die wichtig sind. Entweder gibt es eine Begriffsdefinition am Anfang oder einen kurzen Ausflug in die eigenen Erfahrungen, dann den Vergleich zum Heimatland, danach die Vor- und Nachteile zu einem Thema oder auch natürlich die Meinung zu dem Thema. Und bei dem zweiten, wenn man nur über die Erfahrungen spricht, dann gibt es eine Aufgabe wie zum Beispiel, ja, man spricht über einen Film, den man gesehen hat und da gibt es dann bei der Aufgabe dann auch das Thema näher. Zum Beispiel spricht man dann über die Handlung oder über die Geschichte, die in diesem Film ist, dann über Schauspieler und die eigene Meinung zu dem Film. Und bevor ich da stundenlang darüber rede, sollten wir das auch einfach gleich ausprobieren.
Was haltet ihr davon? Seid ihr dabei? Ja. Ja. Ja, okay. Normalerweise hat man ja 7,5 Minuten Zeit, um sich vorzubereiten, aber das machen wir nicht, sondern wir machen das spontan. Lala, welches Thema möchtest du nutzen? Das erste oder das zweite Thema? Ich meine jetzt, das Sandra vorgeschlagen hat. Ja, ich möchte gerne über Reisezwecke, über Reise sprechen. Ich möchte dich bitten, dass du dich an diesen Aufbau hältst. Also, ich schreibe es auf. Persönliche Erfahrungen, Situation in deiner Heimat, dann die Vor- und Nachteile von bestimmter Form von Reise und die Meinung. Okay. Ja, ist die Aufgabe klar? Ja. Okay, dann, wenn du möchtest, darfst du sofort beginnen. Okay. Also heute sprechen wir über die Reise in vielen Ländern, die viele Menschen machen, ab und zu Reise. Also zum Beispiel, ich versuche auch nach meiner Arbeit, wenn ich einen Urlaub Zeit habe, eine Reise zu machen, klein oder große. Zum Beispiel, normalerweise mache ich also in meiner Urlaubszeit meine Reise. Ich versuche ins Ausland zu fahren und dort für eine Woche oder 10 Tage eine schöne Zeit verbringen. Und zum Beispiel letztes, und normalerweise mache ich diese Reise im Sommer. Zum Beispiel letztes Jahr war ich in der Türkei und ich verbrachte 10 Tage in der verbrachte Zeit für 10 Tage. Ich habe mich gesonnt und natürlich ans Meer gegangen und alles war gut, wie kann man sagen, Sommerferien war für mich. Und in meiner Heimat ist die Situation fast ähnlich wie die in anderen Ländern. Zum Beispiel, die Menschen haben Urlaubszeit für einen Monat und sie nehmen diese Zeit normalerweise im Sommer. Manche Menschen besuchen die Familie, die in einer anderen Stadt wohnen. Manche Menschen fahren wie ich nach Ausland oder im Land auf eine andere Stadt. Und es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Zum Beispiel als Vorteile kann ich sagen, wenn man eine Reise macht, natürlich kennt die anderen Menschen auch und kennt auch also andere Kulturen und sieht andere Natur. Und außerdem, zum Beispiel, wenn du Urlaub hast und du bleibst zu Hause, dann kann man es nicht als Urlaub sagen. Und als Nachteil, ja, dafür braucht man Geld natürlich, aber leider im Sommer, diese Saison, ist manche Hotels und manche Städte teurer als die anderen Zeit. Und deshalb viele Menschen erlebt Schwierigkeit, eine richtige Urlaub zu machen. Und noch anders, was habe ich noch Frage? Oh, also Entschuldige, jetzt meine. ist es wieder da. Ich habe nur etwas aufgeschrieben, Okay. ja. Okay, ja. Und als Nachteil kann ich noch benennen, zum Beispiel bei uns das Wetter im Sommer wirklich zu heiß und deshalb man kann nur nach dem Mittag oder im Abend etwas machen, zur Straße gehen. Und meiner Meinung nach,
Zum Beispiel, wir arbeiten jährlich regelmäßig, jeden Tag, natürlich am Wochenende bleiben wir zu Hause und uns entspannen. Aber ich glaube, einen Monat braucht man sowieso unbedingt, also entfernt von der Arbeitsstelle zu stehen. Und natürlich, ich habe schon gesagt, es wäre sehr gut, wenn man nach Ausland oder in eine andere Stadt fährt und natürlich mit den neuen Menschen kennenlernt. Ich glaube, wir sehen nicht das und wir bemerken nicht, aber diese Situationen wirken uns wirklich positiv auf. Also alles. Vielen herzlichen Dank. Bevor ich jetzt ein Feedback gebe zu dem, was du gesagt hast, ja, möchte ich nur ganz kurz dazu sagen, wenn ihr das bei einer Prüfung macht, sagt bitte zuerst, ja, schönen guten Tag, mein Name ist zum Beispiel Lala. Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Lala. Ich bin Berufsbezeichnung von Beruf und heute spreche ich über das Thema, Name des Themas. Dann sagt man kurz, was man sagt. Zum Beispiel, zunächst spreche ich über die persönlichen Erfahrungen. Im Anschluss daran berichte ich über die Situation in meiner Heimat. Später dann spreche ich über die Vor- und Nachteile und am Ende spreche ich über meine eigene Meinung. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist dieses Inhaltsverzeichnis, worüber man spricht. Das sollte man vorher nennen. Das ist bestimmt schon ein Punkt für die Prüfung. Ja, also wenn man das macht, dann bekommt man auf jeden Fall schon mindestens mal einen Punkt. Und ganz am Ende sagt man dann vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Möchtest du diesen Satz noch schnell sagen? Dann können die anderen Fragen stellen. Okay, ja, natürlich. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich verfüge über Ihre Frage. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Ah, ich freue mich auf Ihre Frage, genau. Ja, ganz genau. So, also, ihr seid dran mit Fragen, also vorwiegend natürlich jetzt auch Viktoria und Sandra. Bitte stellt Lala Fragen, damit sie darauf antworten kann. Also Lala, vielen lieben Dank für deine Präsentation. Ich würde dich noch fragen, welche Pläne hast du, woher möchtest du reisen? Also, du meinst für dieses Woher? Jahr? Ja. Ja, ehrlich gesagt, ich recherchiere jetzt die Urlaubsstelle, wohin ich reisen kann und wo ich mich wirklich entspannen kann. Ich versuche, ehrlich gesagt, zuerst wollte ich nach Europa fahren. Aber ich habe schon gesagt, im Sommersaison ist alles wirklich ganz zu teurer als anderen Tagen. Deshalb, ich bin nicht sicher, aber vielleicht kann ich wieder in die Türkei, aber in eine andere Stadt fahren für eine Woche und dort einen kleinen Urlaub machen. Dankeschön. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Sandra, hast du auch eine Frage? Ja, was haltest du von Backpackern, also diese Leute, die nur mit einem Rucksack durch die Welt reisen oder durch verschiedene Länder eben? Würdest du das machen oder was ist deine Meinung dazu? Ist das gefährlich oder? Natürlich nicht. Ehrlich gesagt habe ich nicht bis heute nur mit meinem Rucksack einen Urlaub gemacht, aber ich kenne einen Mann, der ist mein Freund und er reist fast jedes Jahr in verschiedene Länder und er nimmt immer dabei einen Rucksack und macht auch Autostopp, kann man sagen, Johannes, oder? Einen was? Einen Autostopp? Autostopp, ja, Autostopp. Also
fahrende Autos und du machst das und Ach so, ja, ja, das nennt man Autostopp. Autostoppen, ja. Also man nennt Okay, das wirklich so. Autostopp. Und er stoppt sich durch die Gegend. Ja. Er macht Autostoppen und einerseits, ich glaube, ich selbst mache ich nichts, weil ich habe Angst, aber andererseits, ich glaube, wenn es nicht gefährlich sind, dann kannst du eine gute Freundschaft begründen. Vielen herzlichen Dank. Ja, im Okay. Internet kann man auch Fragen stellen und wer das nutzt, nutzt das und wer das nicht nutzt, nutzt das nicht. Ja, jetzt zum Feedback. Ganz wichtig ist, dass wenn man bei einer Prüfung ist, auch ein Feedback gibt. Also, dass man eine kleine Rückmeldung macht. Also sowas wie zum Beispiel vielen herzlichen Dank für den Vortrag, das war sehr interessant. Oder vielen herzlichen Dank für diese Sichtweise. Ja, das kommt immer sehr gut, wenn man interagiert und wenn man das auch macht und sozusagen der anderen Person nochmal zeigt, dass man gut aufgepasst hat. Ein kleiner Tipp, wenn man Fragen beantwortet, dann kann man die Frage als Aussage wiederholen. Das hat den Vorteil, dass man schon was gesagt hat und zwischenzeitlich auch nochmal nachdenken kann. Ja, also wenn euch nicht sofort etwas einfällt, dann könnt ihr durch das Wiederholen der Frage oder durch das Bilden von einer Aussage schnell nochmals darüber nachdenken. Ja, Lala, wie zufrieden warst du mit deiner Präsentation? Ich weiß, dass ich so viele grammatische Fehler gemacht habe. Ich habe es bemerkt, aber ich wollte nicht zerbrechen, also nicht verbrechen, Unterbrechen? nicht stoppen, Ja. unterbrechen, zerbrechen. Alles habe ich überbrechen gesagt. Ja, unterbrechen, aber ich bereite jetzt im Moment nicht für eine Prüfung vor, deshalb habe ich manche Punkte vergessen. Ich weiß, vorher, also damals habe ich solche Punkte gewusst, aber jetzt nicht ganz zufrieden, aber ich glaube, nicht so schlecht war. Ich kann jetzt von meiner Seite sagen, ich glaube, du denkst, es ist schlimmer, als du glaubst, ja. Aber das ist nicht so. Das ist nicht so. Ein kleiner Tipp an alle. Wenn ihr eine Präsentation macht, jeder, der zuhört, weiß nicht, was ihr sagt. Ja, das ist ein großer Vorteil, denn später denkt man vielleicht, ja, ich hätte das noch sagen können oder ich hätte das noch sagen können. Aber das ist nicht wichtig, denn die Person, die zuhört, kann nur hören, was ihr gesagt habt. Ja? Und auch wenn ihr selber manches Mal dann mit dem, was ihr sagt, unzufrieden seid, dann wirkt das trotzdem auf andere anders, als ihr denkt. Ja? Du hast sehr flüssig gesprochen und ich sag mal so, es gab jetzt keinen Fehler, der groß gestört hat, ja, der das Verstehen sehr stark gestört hätte, ja, also das gab es nicht, ja, und das ist ja mal gut. Natürlich können Fehler passieren und man muss nicht fehlerfrei referieren, ja. Also keine Sorge, man darf auch ein paar Fehler machen. Ich habe dir ein paar Hinweise aufgeschrieben, aber diese haben eher mit dem Wortschatz zu tun. Mit der Lexik, also mit Wörtern, wie du das jetzt gehabt hast mit dem Brechen, Verbrechen, Zerbrechen. Ja, da habe ich dir ein paar Sachen aufgeschrieben, und das hatte jetzt eher weniger mit Grammatik zu tun, sondern vielleicht mal ein Wort. Da hat man sich geirrt, ja. Aber solange es nicht zu einem großen Missverständnis kommt, ist die Welt in Ordnung. Und ich finde, du hast das sehr, sehr toll gemacht. Bitte mach so weiter. Ja, du hast jetzt den großen Vorteil, du darfst jetzt ein neues Thema wählen, und zwar für Vicky. Soll Vicky sprechen oder ich? Du darfst, ne, Lala, du darfst ein Thema wählen und zwar für Vicky. Aber Vicky hat, wir hatten nur zwei Themen, Hobbys und Reisen. Und für Vicky gibt Du es kannst dich bei uns noch. für Hobbys entscheiden, du kannst aber auch ein anderes Thema vorgeben.
Michi, was meinst du? Hobbys, Was bitte. Hobbys. Okay. Kannst du, Michi, bitte über Hobbys eine Präsentation machen? Gerne. Okay, dann ist jetzt das Thema Hobbys und wieder gilt, wie soll ich sagen, du hast keine Vorbereitungszeit. Wir simulieren damit auch ein bisschen diese Nervosität, die man in echten Situationen hat. Und manches Mal ist es ja auch so, dass man etwas vorträgt, ohne dass man weiß vorher, was man vorträgt. Also manches Mal bekommt man wirklich ganz knapp vorher ein Thema. Ja, dann ist jetzt das Thema Hobbys. Vicky, es gilt derselbe Aufbau, persönliche Erfahrungen, Situation in deiner Heimat, Vor- und Nachteile von bestimmten Hobbys und deine eigene Meinung. Okay, schönen guten Abend. Mein Name ist Viktoria. Ich wohne in Polen. Ich bin Ökonomistin von Beruf. Heute werde ich über das Thema Hobbys sprechen. Ich finde dieses Thema sehr interessant für alle Menschen. Und ich glaube, dass alle Menschen Hobbys haben. Weil Hobbys unseres Leben viel mehr interessant machen und ich kann nicht mein Leben ohne Hobbys vorstellen. Ich hatte, wenn es um mich geht, würde ich sagen, dass ich seit meiner Kindheit immer Hobbys hatte. Ich habe gerne Fußball gespielt mit meinen Freunden. Ich habe gerne Bücher gelesen und auch gemalt. Und jetzt, obwohl ich schon erwachsen bin, habe ich trotzdem viele Hobbys, aber ich habe nicht so viel Zeit für meine Hobbys, weil ich meine Familie habe, auch Kinder habe und ich arbeite von 8 bis 17, also den ganzen Tag. Aber am Abend nehme ich mir Zeit für die Sachen, die ich mag. Zum Beispiel, wenn das Wetter gut ist, dann gehe ich jetzt mit meinem Sohn Fußball spielen. Und wir nehmen auch unseren Hund mit. Ich renne auch in der Straße und ich gehe zum Schwimmbad schwimmen. Und wenn das Wetter bei einem schlechten Wetter bleibe ich zu Hause und ich lerne Deutsch und zwar ich schaue deutsche Videos und lese deutsche Bücher. Und außerdem spreche ich mit Johannes und anderen Menschen auf YouTube. Das ist auch mein Hobby, weil ich Deutsch sehr mag. Was würde ich noch sagen? Also ich koche auch gerne für meine Familie. Ich suche im Internet neue Rezepte, die ich noch nie gemacht habe. Und bereite ich verschiedene interessante Gerichte für meine Familie vor. Ich lerne auch kochen und backen meine Tochter und meinen Sohn. Jetzt werde ich über Situationen in meiner Heimatland sprechen. Natürlich haben Menschen in der Ukraine auch viele Hobbys. Ich würde noch sagen, hatten, weil jetzt momentan
glaube ich, ist das nicht möglich, über Hobbys überhaupt zu denken, weil die Situation so schwierig ist, dass man über keine Hobby denkt. Man denkt einfach, wie kann man am Leben zu bleiben. Aber trotzdem, sogar in diese schwierigen Zeiten, es gibt viele Lieder, die ukrainische Menschen also machen und singen, und viele Bilder, die ukrainische Kinder zeichnen. Und aber ich bin guter Dinge, und ich hoffe sehr darauf, dass ich kann nicht, dieser scheiße Krieg vorbeigeht, und es wird bessere Zeiten geben, wenn alle Menschen genug Zeit für ihre Familien und für Hobbys haben werden. Also das ist nicht leicht, über das Thema in meinem Heimatland sprechen. Es gibt auch Vor- und Nachteile von Hobbys. Vorteile, dass mit Hobbys kann man gut ausruhen und von Alltag sich gut abzulenken. Hobbys machen uns glücklicher, fröhlicher und bringen viel Spaß in Leben, glaube ich. Aber ich bin auch der Meinung, dass wenn man zu viele Hobbys hat, dann kann so etwas passieren, dass man nur wenig Zeit für Familie und für andere wichtige Sachen im Leben haben könnte. Also jetzt kann ich nur über einen Nachteil sprechen. Vielleicht gibt es mehr Nachteile. Gibt etwas? Aha, also okay, ich kann Entschuldigung, jetzt jetzt sind wir wieder. wieder hier. Ich habe nur etwas Ja. aufgeschrieben, Verzeihung. Ja, also ich bin der Meinung, dass es sehr gut ist, wenn man Hobbys hat, und mit den Hobbys kann man viel interessantes Leben. Mit Hobbys kann man auch viele neue Sachen lernen, wie zum Beispiel ich das gemacht habe. Deutsch ist mein neues Hobby, und ich mache das gern. Und ich bereue darüber nicht, weil ich so viele Menschen kennengelernt habe auf dem Deutschkurs in Deutschland, auch in Polen. Ich habe Johannes kennengelernt und andere Menschen auf diesem Kanal. Hobbys machen unser Leben interessant und glücklicher. Und vielen Dank für Aufmerksamkeit, und ich warte auf Fragen. Sehr fein, vielen herzlichen Dank. Sandra, wenn du bitte die erste Frage stellst. Sandra? Ich höre Sandra nicht. Oh, ich war kurz stumm geschaltet, Ah, Entschuldigung. jetzt Ja. können wir dich wieder hören. Ja, wenn du Jetzt bitte die höre erste ich. Frage stellst. Ja, du sagtest ja, also, dass Hobbys zu viel Zeit einnehmen würden, oder dass es nicht gut sei, wenn die Hobbys zu viel Zeit beanspruchen würden und man dafür dann keine Zeit für andere Sachen hätte. Also inwiefern sind denn andere Sachen jetzt, also warum sind,
wie soll ich das sagen, die Hobbys nicht so wichtig. Es gibt ja Leute, die machen Geld mit ihrem Hobby zum Beispiel. Ja, es könnte so sein. Aber ich habe nicht gesagt, dass Hobbys nicht wichtig sind. Ich habe gesagt, dass man soll gute Balance haben, also balancieren. Zum Beispiel, wenn man viel Zeit mit Hobbys verbringt und hat keine Zeit für die Kinder oder keine Zeit, damit man gut ausschlafen könnte. Das finde ich persönlich nicht gut. Also man soll meiner Meinung nach gut aufpassen, wie viel Zeit man mit den Hobbys verbringt und wie viel Zeit mit anderen wichtigen Sachen. Aber wenn ein Hobby auch die Arbeit ist, das ist schon etwas anderes, weil ich in der Arbeit auch 8 Stunden pro Tag verbringe und ich finde das auch wichtig, weil mit der Arbeit kann ich Geld für meine Familie verdienen. So denke ich. Okay, verstehe. Danke. Lala, deine Frage. Okay, Vicky, was denkst du? Man bekommt die Hobbys von der Kindheit und man erwirbt diese Möglichkeit von der Kindheit oder es hängt nicht von dem Alter ab? Wie bitte? Entschuldige. Irgendwie nicht. Also, Vicky hat schon über ihre Hobbys gesagt und hat gesagt, dass als Kinderheit und sie hatte schon Hobbys, Malen, Fußball spielen und so weiter. Und ich möchte fragen, ob Menschen erwerben diese Hobbys von der Kindheit oder es hängt nicht von dem Alter ab. Wenn ich dich richtig verstanden habe, fragst du, ob Hobbys sich entwickeln können, ja, mit der Zeit. Ja, genau. Zum Beispiel, man kann also nach 20 Jahren auch eine Hobbys erwerben oder nicht. Das meine ich. Ich glaube, es hängt davon ab, was macht man dafür? Wenn man seine Hobbys entwickelt, dann werden sie entwickeln, sowieso. Wenn ich zum Beispiel Sport mag von meiner Kindheit, dann mache ich immer Sport und ich fühle mich fit mit dem Sport. Und so sieht das auch mit Malen, mit Zeichen. Ich habe viele also Bilder gezeichnet, als ich Kind war. Und ich mache das auch mit meinen Kindern, weil ich das mag. Aber es kann auch sein, könnte auch sein, dass mit der Zeit kann etwas verändern und ja, jeder Mensch kann sich verändern und Hobbys auch kann man andere haben, warum nicht? Ja, danke schön. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kommt das Feedback von Sandra. Also, ich habe alles sehr gut, also sehr gut mitverfolgen können. Auch am Anfang, das, was Johannes gesagt hat mit dem Inhaltsverzeichnis, hast du auch gut gemacht und umgesetzt. Und am Ende das mit der Aufmerksamkeit, dass du dich nochmal bedankst. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Genau. Also ich konnte es, wie gesagt, gut mitverfolgen. Alles war sehr, bis ein paar vielleicht Grammatikfehler, aber sonst fand ich die Präsentation sehr gut. Danke. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich kann mich da anschließen. Bitte mach so weiter. Ich sage immer so, um flüssiger beim Sprechen werden zu können, muss man sprechen.
Ja, also das heißt, wenn man es nicht macht, dann kann man keine Übung bekommen. Bei Sprachen gilt aber Folgendes: Man darf Fehler machen beim Sprechen. Das ist sehr wichtig. Bitte sprecht falsch. Ja, bitte sprecht wahnsinnig viel Blödsinn. Ja, und macht viele, viele, viele Fehler. Die Fehler sind beim Sprechen momentan überhaupt nicht wichtig. Ja, sondern wichtig ist, dass man spricht. Und wenn man mal in Übung ist und plötzlich noch besseres Sprachgefühl bekommt, dann wird es mit den Fehlern auch besser. Ja, aber bitte sprecht. Ja, ich finde das immer so lieb. Manche schreiben Johannes, vielen Danke zum Beispiel. Da ist ein Fehler. Das Wort Dank hat in der deutschen Sprache keinen Plural. Ja, jetzt kann man sagen Danke vielmals. Ja, dann ist es ein Verb und vielmals, das ist dann ein Adverb, das dazu kommt. Und vielen Dank, das ist ein Artikelwort und das Nomen Dank. Und jetzt meinen aber viele das eine, aber bitte lobt trotzdem, ja, ich freue mich wahnsinnig darüber. Wie soll ich sagen, es wäre schade, wenn man das nicht sagt. Man darf ja Fehler machen, das ist ja völlig okay. Man kann ja besser werden, ja? Also bitte denkt nicht an Fehler, sondern denkt an den Inhalt. Ja, wenn ihr über Themen sprecht, denkt bitte an das Thema. Jetzt gibt es die zweite Form der Präsentation und bei der zweiten Form der Präsentation geht es um Erfahrungen. Ich schreibe jetzt mal so einen Punkt auf, dazu mache ich das aber ein bisschen größer, damit das alle gut sehen können. Wenn es nur um Erfahrungen geht, dann ist das ähnlich wie bei dieser strukturierten Präsentation, die wir vorher hatten, mit Inhaltsverzeichnis und dann die einzelnen Punkte. Wenn es nur um Erfahrungen geht, geht es zum Beispiel um eine Person, die mein Leben verändert hat. Das wäre so ein Thema. Ja, das steht dann auch in der Aufgabe, beziehungsweise bei der mündlichen Prüfung gibt es dann diese Aufgabe. Sprechen Sie über eine Person, die Ihr Leben verändert hat. Und in Klammer gibt es dann noch so Hinweise, wie zum Beispiel wer, weshalb, was ist passiert. Ja, diese Form der Präsentation dauert ungefähr 1,5 bis 2 Minuten und es funktioniert ungefähr so. Ja, also da sagt man dann nicht guten Tag, mein Name ist Johannes, ich bin Deutschtrainer von Beruf und heute spreche ich über eine Person, die mein Leben verändert hat, sondern man ist direkt im Thema und sagt dann sowas wie, ja, es gibt tatsächlich eine Person, die mein Leben verändert hat. Diese Person war mein Onkel und er hat das auf sehr negative Art und Weise gemacht. Naja, er war ein sehr schlechtes Vorbild für mich und ich konnte dadurch wahnsinnig viel lernen, wie man bestimmte Dinge nicht macht. Und dann hat man schon mal eingeleitet und über eine Person gesprochen. Jetzt habe ich zwei Dinge beantwortet. Wer und weshalb? Ich habe noch keine Details genannt und ich habe auch nicht gesagt, was genau passiert ist. Jetzt könnte ich sagen, zum Beispiel, was passiert ist. So also könnte ich weitermachen. Dann könnte ich sowas sagen wie, ja, er war immer ganz unfreundlich zu Tieren, er hat Tiere nicht gut behandelt und so war er ein total schlechtes Vorbild. Und er war durch diese Kleinigkeiten immer mehr und immer mehr ein schlechtes Vorbild für mich. Und so konnte ich genau erkennen, wie ich nicht sein wollte. Ja, und das wäre schon alles, was man dazu sagen kann. Ja, und die andere Person, das ist dann eher wie ein Gespräch, stellt dann auch Fragen zu dem Thema oder man tauscht sich dann mit der Meinung diesbezüglich aus. Was könnte noch so ein typisches Beispiel sein? Ja, ein Film, den ich gesehen habe. Zum Beispiel, wann, worum geht es? Wovon handelt der Film? Ich muss nur das Worum hier jetzt groß schreiben, ja, denn es ist hier am Satzanfang. Wovon handelt der Film? Und wieso war der Film so beeindruckend?
Ja, wer von euch möchte das probieren? Bitte nicht alle auf einmal, sonst ist es für mich so schwierig, mich zu entscheiden. Laila, möchtest du? Ich verstehe. Okay. Über die Person spreche ich oder über einen Film? Jetzt geht es um das Thema ein Film, den ich Ein Film. gesehen habe. Wann? Worum geht es in dem Film? Wovon handelt der Film? Wieso war der Film so beeindruckend? Man könnte auch an Schauspieler denken. Okay. Gib mir bitte eine kurze Zeit. Ja, gerne. Denk kurz darüber nach. Okay, ja. Ein Film. Ja, das ist eine gute Wahl für mich, weil ich in der letzten Zeit so viele Filme geschaut habe und ich glaube, und ich versuche immer die Filme sehen, die von der Realität genommen wurden. Und einen Film kann ich nennen, vielleicht habe ich schon darüber hier im Stream gesprochen. Das heißt Grün Buch, ein grünes Buch. Und es handelt von dem Rassismus und die Situationen geschehen, also letztes Century, also Jahres, warte kurz, diese Situationen, also alle Situationen passierten in den früheren Jahren. Und damals haben sie schon gewusst, es war so schlechte Bewegungen gegen schwarze Menschen, gegen die Menschen, die schwarze Haut haben. Und diese Situation passierte in Amerika und ein berühmter Klavierspieler. Ein berühmter Klavierspieler. Er ist wirklich so talent und er spielt sehr gut am Klavier und er geht als Gast zu wichtigen Konzerten oder zum Gast der reichen Menschen. Aber wenn er seinen Beruf macht, dann alle Menschen geben Respekt gegen ihn. Aber im normalen Tag, die Menschen machen schlechte Dinge gegen ihn, weil er ein schwarzer Mann ist. Und einmal macht er eine geschäftliche Reise für einen Monat und er sucht einen Fahrer, der ihn in diesem Weg begleitet und auch von Gefahren entfernt wird und schützt ihn, ehrlich gesagt, schützt ihn. Und der Fahrer, der war ganz also normaler Mensch und er hatte keine Kenntnisse über Klavier oder keine Kenntnisse über Mentalität, diese Mentalität. Er war ganz normaler, ein bisschen unfreundlicher Taxifahrer. Und während ihrer Reise, sie haben viele Probleme erlebt und wegen des Rassismus. Und jedes Mal dieser Mann, der Taxifahrer, hilft ihm und er sieht diese Person nicht ganz anders aus. Und am Ende, es war ein Weihnachtsfeier zu Hause und dieser Fahrer lädt
ladet diese berühmte Klavierspieler nach Hause ein und sie feiern zusammen diese Weihnachtsfeier. Ehrlich gesagt, dieser Film hat mich wirklich so schreckliche Situationen gegeben. Ich habe mich, wie gesagt, Gott sei Dank, dass ich damals nicht gelebt habe, solche Situationen nicht gesehen habe. Und es gibt es, dieser Schauspieler spielt wirklich seine Rolle sehr gut und man kann von seinen Augen diesen Schmerzen wirklich fühlen. Und ich kann mich nicht vorstellen, wenn ich in seiner Stelle wäre, was würde ich machen. Und außerdem, ich habe niemals solche Meinungen gegen die Menschen, die ihre Farben schwarz oder ganz eine Farbe ist. Ich liebe alle Menschen, die gutes Herz haben. Und dieser Film hat mich so beeindruckt und ich hatte mehr Respekt diese Menschen als andere Tage und ich kann jeden diese Filme empfehlen. Vielen Alles. herzlichen Dank. Es sagt nicht alles am Ende. Man weiß, wenn es zu Ende Okay. ist. Das merkt man hier. Ja, das merkt man total. Wann Ja. es dann zu Ende ist, das merkt man völlig. Kurz zur Info, du hast alles beantwortet. Ja, Schauspieler, das muss man nicht unbedingt wissen, wie diese Leute heißen, die die Rolle gespielt haben. Ja. Aber wenn man zum Beispiel an einen Lieblingsfilm denkt, dann weiß man so etwas. Worum geht es in dem Film? Wovon handelt der Film? Da gibt es einen kleinen Unterschied. Wenn es um die Frage, worum geht es in dem Film, geht, dann geht es um die Zusammenhänge. Zum Beispiel, in diesem Film geht es um Rassismus. Es gibt einen Hauptdarsteller und einen anderen Darsteller und die kämpfen um was auch immer. Ja? Oder in dem Film geht es um die Liebe. Es gibt einen Mann und eine Frau, die sich unsterblich ineinander verlieben. Und es geht um einen weiteren Mann, der auch um diese Frau kämpft. Ja, dieses Wer mit wem, das ist die Frage, worum geht es in dem Film? Und wovon handelt der Film? Das ist Schritt für Schritt die Handlung. Welchen Tempus brauchen wir dazu? Also zuerst wir sprechen kurz über Film, Ja. am Anfang, Mittel und was passiert am Ende. Genau, das ist die Handlung. Und welchen Tempus brauchen wir dazu? Brauchen wir da Präsens, Präteritum, Ach so, Perfekt, meinst du? Futur Ja, 1, Futur 5? Präteritum sollten wir sprechen. Präteritum? Nein, Präsens. Dieser Film ist unveränderlich, er ist so, wie er ist. Und wenn du über diesen Film sprichst, dann machst du das im Präsens. Zum Ach Beispiel. so. Am Anfang des Films gibt es den Protagonisten, der ein Fahrticket für ein Schiff bekommt. In der Mitte des Films verliebt er sich unsterblich in eine Frau und am Ende des Films sinkt das Schiff und alle müssen sterben. Fast alle müssen sterben. Wie heißt der Film? Titanic. Ja, genau. Ja, also das ist so dieser Film. Wir machen das im Präsens. Wir schildern die Handlung so, wie wenn sie jetzt gerade abläuft, denn es ist unveränderlich. Also es ist ja nicht so, wenn du den Film ein zweites Mal ansiehst, dass er dann anders ist. Ja, also genau. Und immer wenn das so ist, dann nutzen wir das Präsens. Ja, ich finde, du hast das toll gemacht. Ich habe jetzt ein weiteres Thema und das ist dann für Vicky. Und jetzt ist nur die Frage, welches Thema ich für Vicky habe. Mir ist der Schummelzettel runtergefallen. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Und zwar, das könnte auch, sowas könnte auch als Erfahrungsbericht, als Mini-Präsentation auftauchen. Und zwar eine wichtige Erfahrung.
die sie in ihrem Leben gemacht haben. Und da gibt es auch Hinweise, was, wann, mit wem und warum wichtig und so weiter. Vicky, wenn du bitte kurz darüber nachdenkst und dann über eine wichtige Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast, berichtest. Versuche bitte alle Punkte zu berücksichtigen, was, wann, mit wem, warum wichtig und vielleicht noch etwas dazu. Okay, also ich würde versuchen. Genau, und du bekommst dann das Feedback von, weißt du noch, wie sie heißt? Und Hast du Sandra? auch Sandra, ganz genau. Ich hatte Angst schon. Nein, das ist wichtig, das ist wichtig. Also bitte, Vicky, wenn du beginnen möchtest. Okay, also meine wichtige Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe. Ich habe ehrlich gesagt viele, viele Erfahrungen. Ja. Also es sollte die wichtigste Erfahrung sein, ja? Naja, eine wichtige. Es gibt ja tausend wichtige Erfahrungen, die man gemacht hat. Eine Erfahrung reicht völlig. Okay, ich erzähle darüber, dass ich mal entschieden habe, mit meinem Mann zu heiraten. Ja. Ich glaube, das war eine wichtige Erfahrung und wichtige Entscheidung für mich. Haben uns getroffen, als ich 20 Jahre alt war. Wir haben dieselbe Universität studiert und wir haben uns auf eine Party kennengelernt. Wir haben zusammen getanzt. Und dann haben wir einige Zeit gefreundet, ungefähr einem Jahr, vor ein Jahr. Und dann es hat schief mit meinem Studium gelaufen. Es war nicht für mich interessant, Wirtschaft zu studieren. Und ich habe entschieden, nach Hause zurückfahren und in andere Universität studieren gehen. Und dann in diese Zeit hatten wir keinen Kontakt. Also wir haben füreinander nur Briefe geschrieben. Diese Briefe haben wir jetzt auch und manchmal lesen wir vor. Es ist sehr uns interessant. Also ich bin sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und also nicht ich, nicht ich selbst. Also mein Mann hat mich gebeten,
seine Frau zu werden. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es eine andere, wie kann man das auf Deutsch sagen? Und ich habe zugestimmt. Und jetzt sind wir schon seit 22 Jahren zusammen. Wir haben drei schöne Kinder, die schon erwachsen sind. Und wir sind sehr glücklich. Wir versuchen, unsere Probleme schnell lösen, wenn wir solche haben. Ich sehe die Frage nicht, die ich besprechen sollte. Ich glaube, du hast so ziemlich alles gehabt. Moment, Ja? hier war das. Nein, Okay. hier. Das ist, aha. Okay. Warum wichtig ist, das ist wichtig für mich, weil ich nicht alleine bin und ich habe meinen Mann auch als Freund und ja, und ich bin einfach glücklich. Vielen herzlichen Dank. Sandra, du bist dran mit dem Feedback. Also, hört man mir jetzt? Ja. Ja, wie vorhin auch flüssig gesprochen, auch wenn es die paar Fehler haben es nicht ausgemacht, also man hat trotzdem alles mitverfolgen können. Ja, ich glaube, du hast ein paar Sachen aufgeschrieben, oder das mit Heiratsantrag und so weiter, dass man den Wortschatz ein bisschen erweitern könnte in der Hinsicht. Ja, also ich kann nur sagen, es wird sehr, sehr, sehr gut. Jetzt können wir dich ganz schlecht Danke. hören. Du kannst mich ganz schlecht hören. Jetzt höre ich dich wieder. Ja, aber vorher konnte ich dich nur ganz schlecht hören. Okay. Aber jetzt glaube ich, geht's wieder. Bist du noch Okay. da? Ja, jetzt höre ich dich Also wieder. hast du alles gehört, oder? Ich glaube, ich habe alles verstanden. Die Frage ist nur, ob Victoria jetzt alles gehört hat. Vicky, hast du alles gehört? Ja. Okay. Am Ende habe ich gehört, dass ich meinen Wortschatz erweitern könnte. Also in einem, so wie zum Beispiel der Heiratsantrag Ja. oder das kann man ja immer machen, auf jedem Sprachniveau. Ja, danke. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön. Ja, jetzt habe ich noch zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, und zwar für alle. Diese Form von Präsentation, das ist eigentlich ein Bericht. Also man berichtet, man hat da keine, ich sage jetzt mal so, keinen Flipchart, ja, und man hat auch keine Schaubilder, man zeigt nichts rum und sagt dann, ja, und da habe ich dann geheiratet und so, sondern es gibt eben verschiedene Formen von Präsentationen, und eine Form dieser Präsentation ist auch dieses für sich selber Werbung machen. Ihr kennt das, sich bewerben. Ja, wenn man sich zum Beispiel für einen Job bewirbt, dann macht man ja auch für sich selbst Werbung. Und das ist auch eine Form von Präsentation. Man präsentiert sich selbst, ja, zunächst schriftlich, und dann, wenn man zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wird, dann auch mündlich, ja. Und dieses länger über etwas sprechen, das kennt ihr alle, ja, das kennt ihr von zu Hause, von der Küche. Wenn der beste Freund oder die beste Freundin da ist, ja, dann spricht man eben halt mal sehr viel miteinander. Und da kann es schon mal sein, dass man dann mal 10 Minuten, ohne dass man das bemerkt, einfach so vor sich hin spricht und die andere Person hört zu. Und denkt da an meine Worte, wenn ihr bei einer Prüfung seid, ja, stellt euch vor, ihr seid zu Hause in der Küche. Und es gibt jemanden, den ihr mögt, das ist der andere Prüfungsteilnehmer.
der ist bei euch zu Hause, vielleicht sogar auf einem Café, ja, und ihr berichtet einander von dem, was ihr erlebt habt, was so passiert ist, ja, und was euch so ein bisschen verändert hat. Wenn wir von Erfahrungen sprechen, dann verändern meistens wir uns dann nachher, wenn wir so eine Erfahrung gehabt haben, dann ändert sich etwas für uns, entweder die Sichtweise oder sogar das ganze Leben. Ich habe mal einen Film gesehen, der hat mein Leben verändert. Ich wollte heiraten und dann habe ich einen Film gesehen und in diesem Film ging es darum, da war ein Paar, ein junges Paar, das heiraten wollte. Und dieses Paar hat bemerkt, dass sie eigentlich nicht füreinander heiraten oder sich gegenseitig heiraten oder miteinander heiraten, sondern nur deshalb heiraten, weil die Familie bestimmte Erwartungen hat. Und mir ging es damals ähnlich, zumindest hatte ich das Gefühl und deshalb habe ich es dann nicht gemacht. Also ein Film kann eine sehr große Wirkung haben und ich bin ganz ehrlich sehr dankbar, dass ich das damals nicht gemacht habe. Ja, Sandra, ich möchte dich bitten, dass du im Anschluss jetzt noch hier bleibst, denn Lala und Victoria benötigen eine Übung für das nächste Mal. Ich möchte so gerne, dass du ihnen eine Übung gibst. Und dass du dir dann von Lala und von Victoria diese Übungen abgeben lässt und dass du diese Übungen dann bitte auch ansiehst und wir besprechen es dann gemeinsam, sobald du die Abgaben bekommen hast. Habt ihr für heute noch Fragen? Ich habe noch eine Frage. Ja, gerne, Lala. Komm zu Wann mir ins findet Bild. wann fängt nächste Stream live Also statt? am Dienstag gibt es eine öffentliche Trainingseinheit, eine öffentliche Übungseinheit auf YouTube. Das wird wahrscheinlich dann nur auf YouTube stattfinden. Und wenn ihr wollt, können wir uns zu Mein Deutschkurs sprechen, immer am Freitag treffen. Sobald jemand von euch, der schon mal mitgemacht hat, sagt, lass uns das nochmal machen, gibt es einen Termin. Das passt mir freitags in diese Uhrzeit Ja, teilnehmen. 19 bis 20 Uhr. Ja, gut, Lala, dann bist du nächste Woche sofort wieder dabei. Und Vicky, kommst du auch? Ja, gerne. Ja, super, dann bekommst du auch gleich eine Einladung. Sandra, kommst du auch? Also wenn nichts dazwischen kommt. Aber ich sage dann noch frühzeitig Bescheid, falls. Okay, super. Eine Einladung verschicke ich dann einfach mal. Und falls ihr zu Hause mitmachen wollt, falls ihr noch nie mitgemacht habt, dann schickt bitte eine Videonachricht an meine Facebook-Seite. Stellt euch bitte selbst kurz vor, erzählt ein bisschen etwas über euch selbst, ja, was ihr so gerne lernen wollt. Vielleicht bereitet ihr euch für eine bestimmte Prüfung vor. Nennt das bitte. Und sagt auch, wann ihr am besten Zeit habt, ja? Denn wenn ich da auch Zeit habe, dann mache ich zusätzlich ein Treffen, ja, ein öffentliches Treffen. Also macht das bitte in diesem Video. Und für alle, die schon mal ein Video geschickt haben, gilt bitte einfach drei Terminvorschläge schicken mit Zeitangaben in deutscher Zeit. Wenn ich da zufällig Zeit habe, ja, dann gibt es einfach einen Stream und wir treffen uns. Sehr fein. Dann, ja, ich habe jetzt dann gleich den nächsten Termin. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich muss jetzt weiter. Ihr könnt gerne noch in Zoom bleiben, wenn ihr wollt. Und der Stream endet dann auf Facebook und ihr könnt dann privat weiter tratschen. Ist das okay für euch? Super, dann darf ich euch einen fantastischen restlichen Tag wünschen. Alles Liebe, alles Gute und bis demnächst. Auf Wiedersehen, tschüss, Baba und Servus. Tschüss.